Hallo und herzlich willkommen zur 340. Folge von Let's Play Minecraft Staffel 6 mit den Cedric Azios hier auf dem südosmaralischen Fernsehen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wir sind auf der Reise nach Orontaria zum lieben Sonnenschein, immer noch seit vielen, vielen Folgen. Denn unser Örtchen Nordwen liegt leider 33 Kilometer von ihnen entfernt. Und das ist meine Schluftlinie und das sind 33.000 Block. Da laufe ich schon ein paar Folgen hier dran. Habe auch schon einiges gefunden. Künstlerische Erschaffungen sind hier. Schwupp. Und wenn man das Boot braucht, ist es nicht hier. Und wenn man das Bett braucht, ist es auch nicht da. Kommen wir jetzt hier rüber? Nur mit Zwang. Nur mit Zwang kommen wir da hin. Und bei der nächsten Gelegenheit. Zack. Ging nicht. Okay. Bei der nächsten Gelegenheit tun wir die wieder ablegen. Zack. Einmal. Machen wir. Zack. Hey. Zack. Oder so. Das scheint da ein bisschen geläufiger zu sein, der Fluss hier. Kann man gut Strecke zurücklegen und sogar in die richtige Richtung, so wie ich ja sehe. Und so wie ich sehe, haben wir jetzt auch bald schon die 1500 geknackt. Können wir ja abkürzen. Der Fluss ist wirklich ganz schön gelenkig, muss ich sagen. Gefällt mir. Das ist ja auch ein Fichtenbiom, was sehr mit Flüssen durchzogen ist. Ein sehr feuchtes Biom. Oh, hier vorne an der... Ne, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Hier vorne sieht es aber so aus, als würde da ein bisschen grün auf dem Fluss sein. Da ist er wahrscheinlich ein wenig trocken. Oder? Nö, ist er nicht. Sah gerade so aus. Das sah gerade so aus. Da kann man ja ganz schön gut fahren hier. Muss ich ehrlich zugeben. So kann es weitergehen. Und so sparen wir Essen und auch hier Rüstung. Aber hier vorne ist dann wahrscheinlich zu ein krasser Cut. Auch eine Biomgrenze. Dann steigen wir hier mal aus und laufen zu Fuß weiter. Und zwar hier. Zack. So, es ist ein Haus in einem Baum. Wollte gerade sagen, ich gucke mich schon nicht so weit hier um. Nicht, dass ich hier dann wieder vor ein Gebäude stehe. Dort oben schwebt die Hühnerkeule. Hat doch Ähnlichkeiten, oder? Schaut euch das gebratene Hühnchen an, guckt euch die Wolke an. Schaut euch das an, guckt euch die Wolke an. Ähnlichkeiten. Es hat doch irgendwie Ähnlichkeiten, oder? Ist der Schoki mal aufgefallen? Der Schoki. Wenn ich weiß, wer die Schoki ist, ich kann euch ja mal einen Tipp geben. Schaut am besten mal in die Videobeschreibung von mir. Da ist unten der Link zum Kanal von der lieben Schoki datiert. Und da könnt ihr ja mal vorbeischauen. Schoki ist auch im Dreielbenland tätig. Genauso wie viele andere, die dort unten aufgelistet sind. Als hätte sich ja schon jemand durchgeschlagen. Ja, nicht ganz. Mö. Mö. Oh, die Spannung steigt. Die Spannung steigt. Und sie ist am Höhepunkt angelangt. Oh, das ist schon. Das, ja. Ja. Hier, ja. Weiß nicht, ob das jetzt ein Foto geworden ist. Ich habe ja Chat aus. Aber ich glaube ja schon mal schon. Schwarzeichenwald. Die meide ich eigentlich. Oder ich springe über das Blätterdach. Ja, genau deswegen.
Dann fällt man runter und dann ist man orientierungslos. Ist na ja hier? Ja, immer noch wir. Vier. Alle vier. Zack, zack. Na, ihr Schweini? Schweinis? Komm mal her. Hat man schwarze Eiche? Birke? Schwarze Eiche? Fichte. Dann müsst ihr nur noch dort hinten Eichenwald kommen. Ganz hinten. Also der normale Eichenwald. Da haben wir alles hier komplett. Mit einer Trope fehlt noch. Und Akazie, ich weiß. Aber es wäre lustig. Hinten ist Strand. Es könnte ein größeres Gewässer sein. Was jetzt immer wahrscheinlicher wird, so näher ich ihm komme. Wird gleich mal auf der Karte gucken. Ich müsste gleich auch meine Erkundungsreise mal kreuzen, die ich mal gegen Nordosten ausgelegt habe. Hier sind ganz viele Hundis. Ja, ich habe sie gekreuzt. Ich bin jetzt hier an dem Punkt. Es könnte passieren, dass wir jetzt Fackeln finden. Den falschen Wegpunkt aktiviert haben. Nach Entfernung sortieren. Iglo. Nach Entfernung müsste das doch hier oben irgendwo sein. Ja, das. Habe ich zwei verschiedene? Mir kommt das nämlich gerade ein bisschen komisch vor. Ich habe sehr viele Wegpunkte. Nach Farbe sortiert sieht das natürlich besser aus. Weil das ist, ich weiß, das ist ganz genau, das ist wieder gelb oder orange. Nee. Das ist ja dann der richtige Wegpunkt. Kann nur der sein. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal sehr gespannt. Kann ich mal gucken, wie ich hier am günstigsten komme, wenn ich hier lang, also rechts, links halten, komme ich am günstigsten. Hier habe ich schon mal eine Reise hoch gemacht. Sieht man auch, dass die Kakteen ja schon drei hochgewachsen sind teilweise, weil man sich hier ein bisschen länger aufhält. Ist das ja dann der Fall? Nee. Das macht gleich nochmal einen kleinen Knick. Das ist wie eine Halbinsel. Da können wir auch bis zum Schluss fahren. Kommen wir schneller voran. Gerade jetzt, wo wir stehen geblieben sind, haben wir sehr viel Zeit verloren. So, hier können wir durchfahren. Auf Karte ist das machbar. Genau. Hier ist der Fluss. Das hat man schon mal ein bisschen aufgedeckt hier. Ein schönes Lied, das kam glaube ich noch nicht bei mir. Hier scheint es vorbei zu sein, oder auch nicht. Nee, fahren wir mal noch ein Stück weiter. Ja, das Dorf hier, das ist alles schon benannt. Wenn ich jetzt auch mal in die Richtung laufe. Ja, das Dorf ist benannt.
So, steigen wir hier mal aus. Ich sehe gerade, dass es eh Nacht wird. Ja, das war nicht. Zack. So, tun wir das Bett wieder hin. Ich verabschiede mich von dieser Folge von euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, ciao, ciao.